Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und heute wollen wir mal über den Kürbis sprechen und was den Kürbis eigentlich so toll macht. Also zum Ersten ist er natürlich geschmacklich einfach fantastisch. Für diejenigen, die Kürbis gerne mögen, wissen auch, warum sie ihn mögen. Der hat so eine wunderbare weiche Konsistenz, eine süßliche Note, ist auch sehr, sehr leicht verträglich. Eines der tollsten Dinge natürlich zur jetzigen Jahreszeit ist, dass man ihn auch schnitzen kann. Die schönen kleinen Gesichtchen, die wir zu Halloween so kennen, die machen den Kürbis so bekannt. Das Ganze kommt aus den USA zur Halloween-Zeit, aber der Kürbis ist natürlich nicht nur zum Schnitzen da. Wir haben zwar auch Zierkürbisse, die wir eigentlich nur schnitzen und aufstellen, die wir nicht unbedingt essen. Aber die meisten Kürbissorten sind tatsächlich zum Essen da. Und da haben wir auch sehr, sehr viele verschiedene Sorten. Der Kürbis an sich, grob gesehen, liefert uns wirklich sehr, sehr schöne Sachen für unsere Gesundheit. Und deswegen lohnt es sich immer, zu dieser Jahreszeit auch zu dem Kürbis zu greifen, wo er gerade saisonal im Angebot ist. Zum einen ist der Kürbis fantastisch zum Abnehmen. 200 Gramm Kürbis, was eine recht große Portion ist, die auch durchaus satt machen können, liefern uns nur 50 Kilokalorien. Das ist nicht besonders viel. Gleichzeitig stecken in diesen 50 Kilokalorien aber gar nicht mal so viele Kohlenhydrate, denn mit nur 10 Gramm Kohlenhydraten ist er auch noch eine sehr kohlenhydratarme Beilage. Wie wenn ihr jetzt zum Beispiel den Spaghetti-Kürbis nehmt mit Bolognese anstatt die richtigen Nudeln, dann habt ihr dort wesentlich weniger Kohlenhydrate drin und wesentlich weniger Kalorien. Auch die Kartoffel lässt sich wunderbar mit Kürbis ersetzen. In vielen Gerichten auch ein Kürbispüree statt einem Kartoffelpüree liefert uns einfach etwas weniger Energie, aber mehr Fülle. Denn der Kürbis enthält auch noch in diesen 200 Gramm 4,4 Gramm Ballaststoffe. Und das ist ganz schön viel und das ist das, was uns letzten Endes satt macht, wenn wir Kürbis essen. Aber nicht nur unsere Makros, also die Makronährstoffe, Kohlenhydrat, Eiweiß, Fette sind besonders günstig im Kürbis, sondern auch noch die Mikronährstoffe, also die Vitamine und Mineralstoffe. Vor allem deckt der Kürbis einen Großteil unseres Kaliumbedarfs. Kalium ist ein Mineralstoff, was in unserem Körper der Gegenspieler von Natrium ist. Das heißt, kaliumreiche Ernährung ist eine natürlich blutdrucksenkende Ernährungsweise. Mit 200 Gramm Kürbis decken wir ein Viertel unseres Kaliumbedarfs. Das heißt, der Kürbis ist wirklich mit einer kleinen Portion schon ein natürlicher Blutdrucksenker. Noch dazu enthält der Kürbis, wie ich in meinem vorherigen Video erwähnt habe, die Carotinoide. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die eine antioxidative Wirkung haben und vor allem das Beta-Carotin. Das Beta-Carotin ist auch das Provitamin A. Aber nicht nur das Vitamin A ist in hohen Mengen im Kürbis enthalten, sondern auch noch das Vitamin B, und zwar das Vitamin B2. Das Vitamin B2 ist wichtig in unserem Körper für die Stoffwechselaktivität. Das heißt, es ist an unserer Entwicklung und an unserem Wachstum auch größtenteils beteiligt. Noch dazu kommt, dass das Kürbisfleisch auch noch verdauungsfördernd und entwässernd wirkt. Das wirklich Fantastische an dem Kürbis ist, dass wir alles davon essen können. Das heißt, die Kernchen lassen sich auch verzehren. Wir müssen sie nicht unbedingt wegschmeißen. Die kann man wunderbar abwaschen, trocknen, im Ofen rösten und dann kann man diese wunderbaren Kerne auch noch verzehren. Oder man kauft sich die Kerne einfach im Supermarkt. Diese Kernchen enthalten nämlich sehr, sehr viele vorteilhafte Stoffe. In allererster Linie liefern uns Kürbiskerne sehr gesunde Fette. Das sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die wir dort drin enthalten haben. Und vor allem enthalten sie viel Omega-3-Fettsäure. Omega-3-Fettsäure ist essentiell für unseren Körper, für unser Immunsystem. Sie ist entzündungshemmend. Das heißt, der Kürbis bzw. die Kürbiskerne haben auch noch eine entzündungshemmende Wirkung. In diesen Kernen sind jetzt auch wieder viele Ballaststoffe drin, weniger Kohlenhydrate und auch wieder hier viel Vitamin A und viel Kalium. Nicht nur diese Mikros sind drin, sondern die Kürbiskerne liefern uns auch noch viel Phosphor, viel Magnesium, B-Vitamine und sogar Eisen. Wie der ein oder andere das vielleicht schon von den Nüssen weiß, ist es auch bei den Körnern so, dass es tatsächlich eine gute Eiweißquelle ist und bloß 30 Gramm, also eine Portion Kürbiskerne, ist so eine kleine Handvoll, die man sich gegebenenfalls auch über den Salat und so weiter drüber streuen kann. Diese Portion enthält schon mehr als 7 Gramm Eiweiß. Diese ganzen Stoffe machen die Kürbiskerne zu einem wahrhaftigen Stresskiller und auch noch konzentrationsfördernd durch die Omega-3-Fettsäure dort drin, durch das Magnesium vor allem auch dort drin. Das heißt,
greift hier zu, als Studentenfutter sozusagen. Es gibt einen Grund, warum Nüsse als Studentenfutter bezeichnet werden. Hier können wir aber auch noch die Körner mit einbeziehen und vor allem eben auch die Kürbiskerne. Und zu guter Letzt beinhalten die Kerne des Kürbisses auch noch einen sogenannten sekundären Pflanzenstoff. Das sind die Phytosterine. Und bei den Phytosterinen wurde tatsächlich nachgewiesen, dass sie cholesterinsenkende Wirkungen haben. Und auch, es wird daran geforscht, dass sie eben gegen Prostatabeschwerden helfen sollen. Das wurde schon in einigen Studien getestet, wo eben Männern mit Prostatabeschwerden auch Kürbiskerne täglich zugeführt wurden, die dann berichteten, dass sie eben weniger Beschwerden hatten, ist aber noch nicht komplett nachgewiesen worden. Ja, und da habt ihr es. Nicht nur das Fruchtfleisch ist wunderbar beim Kürbis, sondern auch noch die Kerne liefern uns viele wichtige Nährstoffe. Und deshalb ist der Kürbis so ein wunderbares Lebensmittel. Und deshalb sollten wir das auch nutzen zur jetzigen kalten Jahreszeit, wo eben der Kürbis auch viel im Angebot ist. Das heißt, schnitzt euch einen zu Halloween, aber macht euch auch gerne mal eine Kürbisbeilage, Ofengemüse mit Kürbis, vielleicht eine Kürbissuppe, ein Kürbispüree. Es gibt wirklich sehr viele schöne Rezepte da draußen. Ihr bekommt morgen auch noch eins von mir geliefert. Das ist ein Pumpkin Pie. Ich freue mich schon, dieses klassische amerikanische Rezept mit euch zu teilen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Wenn euch das Video heute gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht schon getan habt, abonniert gerne meinen Channel, macht die Benachrichtigungen an, dann verpasst ihr auch das nächste Video nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet.